Ja, okay, jetzt mal zur Lage. Ich habe ja mein Let's Play bauen, also wo ich die Sachen baue, hier einmal. Ich wollte aber nochmal eins mit einer neuen Welt anfangen und gehen wir einfach mal rein. Load Level. Das wird so ein bisschen Gronk-like. Habe ich noch mein... Yay! Das wird so ein bisschen Gronk-like. Hier seht ihr auch, es ist nicht irgendwie... Nur die Sonne ist schon bei der Mitte, ey, so eine Scheiße. Oh mein Gott, was ist das? Wie schon... Oh, Bambus. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Ich habe halt bis jetzt nur gebaut. Ich habe keine Ahnung von wegen Zombies und Creepern und keine Ahnung. Ich weiß nur, oh mein Gott, da hinten ist es ja noch awesomer, dass ich Bambus brauche vielleicht und dass ich mir auf jeden Fall so eine Überweltstation bauen will. Und zwar aus, woraus denn? Keine Ahnung. Wenn ihr Tipps für ein HD Texture Pack habt, nehme ich gerne entgegen. Könnt mir als PM schicken, bitte nicht unter das Video hier, weil das dann ein bisschen, keine Ahnung, strange wäre. Würde sagen, wir nehmen immer ein bisschen Sand mit. Aus Sand kann man Sandstein machen und auch Glas. Und ich weiß ja nicht mal, wie ich einen Ofen hinbekomme. Na super. Holz müssen wir auch eine Menge holen, deshalb holen wir uns jetzt mal ein bisschen Holz. Wow, da kann man ein gutes Baumhaus bauen. Wie viel Holz brauchen wir für eine Axt? Keine Ahnung, nehmen wir uns einmal mal hier drei. Dann können wir schon eine Crafting-Box bauen. Ich würde es hier alles besser erklären, wenn ich es denn könnte. Eins, zwei, drei, vier. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey Dab, wie hast du denn dein Männchen so bunt bekommen? Leute, ich habe das Spiel geschenkt bekommen, beziehungsweise gekauft. Mehr oder weniger. Hier, Stick brauchen wir für die Axt, das habe ich auch noch im Kopf. Und dann craften wir jetzt mal eine Axt, dann können wir nämlich wesentlich schneller Holz abbauen. Yep. Einmal hier und einmal hier. Das Grundprinzip ist eigentlich einfach. Wir müssen... Oh, Schaufel könnte ich auch gebrauchen. Aber Axt ist erstmal wichtiger. Das Grundprinzip ist einfach. Wir müssen uns einfach nachts vor den Zombies retten. Kann man retten sagen? Ich denke mal schon. Und unsere Werkzeuge hier, die wir jetzt gecraftet haben, haben auch eine gewisse Abklingzeit. Was heißt Abklingzeit? Sie haben Haltbarkeit. Da, so heißt das Wort. Nee. Und mein Let's Play bauen wird auch noch demnächst mal weitergeführt. Aber ich will jetzt erstmal wieder Survival rein, ey. Ich habe noch nicht einmal Survivaled. Also Survival gespielt. Überleben. Weil ich einfach die Zeit nicht dazu hatte. Jetzt habe ich einfach mal derbe Bock. Es ist Donnerstag, 14 Uhr und 19 Minuten. Eine Huhn. Wo dafür kriege ich auch... dann geht auch meine Axt kaputt. Alter, du schiebst mich, du Nutte. Komm her. Ja. Haha, jetzt habe ich deine Feder. Was willst du jetzt machen? Der Nordflug wird wohl nichts für das Hühnchen. Ab mit Mac, ab nach Mac ist mit dir. Mach die Teile kaputt, Jut. Da hinten fliegt so ein riesiges Stück, ey. Das sieht derb aus wie so eine Geode von WoW. Oh, Wurzel. Das ist so ein bisschen laggy. Eventuell müsste ich mal die Grafik ein bisschen umstellen. Video fast. So. Jetzt habe ich perfekte Frames. Und mein Baum sieht scheiße aus, aber mehr Frames. Wie gesagt, wenn ihr mir ein HD Texture Pack schicken wollt, ich habe keine Ahnung davon oder wie das geht, könnt ihr mir gerne mit einer PM schicken. Ihr könnt mir allgemein auch Fragen dazu stellen, wie ich aufnehme, wie ich irgendwas mache. Aber rechnet damit, dass ich nicht antworten werde. Stellen dürft ihr mir gerne Fragen. Antworten ist was anderes. So, ihr seht, unsere Axt hat schon mehr als die Hälfte an Haltbarkeit verloren. Das soll heißen, wir können um die... Wie viele Holz haben wir jetzt geholt? 30, so 30, 35 können wir damit holen, bevor sie dann kaputt geht und wir uns eine neue machen müssen. Ist zwar nervig, aber notwendig. Wir können uns natürlich auch bessere Werkzeuge herstellen, das habe ich auch noch im Kopf. Aber das verbraucht dann wieder auch bessere Ressourcen. Die weißen Bäume unterscheiden sich, glaube ich, nicht von den braunen Bäumen aus seiner Farbe. Und die Blätter sind aber, glaube ich, anders. Glaube ich auch anders, natürlich. Aber wissen tue ich das auch nicht. So, was ich vorhab, ich will wie Gronkh, ich mag ihn zwar, ich will ihn nicht wirklich nachmachen, aber die Idee ist einfach fantastisch. Ich möchte auch so eine überirdische Station bauen, wo dann das Wasser runterfließt. Und das sieht einfach derbe geil aus. Und wieso ist hier keine Musik? Ich möchte Musik. Verstehst du das nicht? Peaceful. Wir machen natürlich auf erstmal easy.
Jetzt kommen noch eh keine Zombies, deshalb chillt mal. Und plopp. Oh. Ein Samen. Und vergiss nicht immer Bäume zu pflanzen, auch wenn die... Oh, Axt ist kaputt gleich. Das ist unser letztes Stück schon. Nee, das ist doch. Seht also mit der Hand dort ist doch etwas länger als mit der schönen Holzaxt. Obwohl ich mir eine Holzaxt überhaupt nicht vorstellen kann. Wie kann die denn was schneiden? So, wir machen jetzt einmal jetzt mal Planken hier bis zum geht nicht mehr. Einmal mit Rechtsklick habt ihr die volle Anzahl an Planken. Wir haben jetzt schon über 180 Planken. Das ist echt viel. Also, okay, ist es nicht, aber immer wollt ihr wohl träumen dürfen. Ich möchte noch eine Schaufel haben. Dafür brauchen wir eine Crafting Box. So, und zwei Sticks. Do you like fish sticks? Mit dieser Schaufel können wir nun ganz schnell Sand und Erde abbauen. Ich glaube, man kann auch Lehm damit schneller abbauen, obwohl ich keine Ahnung, wie man Lehm bekommt. Hm, hier ist direkt ein Stein. Ich würde mal hier auf eine Mine tippen. Aber ganz so sicher bin ich mir da auch nicht. Was ist denn hier los? Sound muss down. Danke. So, holen wir uns mal ein bisschen Erde ran. Alter, ich hasse Huhns. Huhn! Hühnchen, stirb. Gib mir deine Feder, Chicken Wings. Mac ist süß-sauer. Scheiße, Schleichwerbung. Ah, zwei Federn. Wir haben jetzt ein bisschen Erde. Ich würde gerne... Ich muss noch irgendwie... Ich weiß nicht mal, wie ich einen Eimer baue. Oh, da oben ist Kohle. Die brauchen wir sicher auch noch. Dann müssen wir uns eine Spitzhacke bauen. Bauen wir uns nochmal Sticks. Oh, nicht so viele. Na, jetzt habe ich aber genug Sticks. So eine Scheiße, so viele wollte ich gar nicht machen. Egal. Hm. Kohle brauche ich garantiert, um Fackeln zu bauen. Und Fackeln brauchen wir in Minecraft ohne Ende, um einfach ein bisschen Licht in das Ganze zu bringen. Fackeln bauen wir mal da oben, wenn ich da oben bin. Ist nämlich gleich schon wieder dunkel. Hier können wir auch an die Wand bauen. Oh, hier ist ein Zombie. Den hört ihr eventuell. Und passt auf, die können euch gefährlich werden. So. Schnell Spitzhacke und dann müssen wir aufpassen. Alter, chill, du scheiß Zombie. Oh, bitte, der darf jetzt nicht da rausspringen. Das wäre sonst voll für den Arsch. Ein bisschen Kohle. Und noch mehr Kohle. Kohle. Ich muss mir echt schnell ein Haus bauen, sonst wird das nix. I need a house. Naja, ist da noch Kohle? Nö. Gut, dann nehmen wir eben unsere Station mit. Hm, eine Fackel können wir jetzt schon bauen. Autsch. Unsere Leben regenerieren sich jetzt auch nicht, deswegen muss ich aufpassen, wo und wie ich was mache. Und gleich kommen Zombies. Ich muss mir echt ein Haus bauen. Aber wo? Ach, wir gehen einfach auf den Berg da hinten. Auch wenn Zombies kommen. Oh, hier sind aber viele... Wie heißen die? Samen. Samen. Samen gedroppt. Ich habe zwar schon ein bisschen Schiss vor den Zombies, die müssten echt jeden Augenblick kommen, aber dann barrikadiere ich mich eben im Boden und warte bis zum nächsten Part, bis es wieder Tag ist. Ich glaube, ich habe da einen Zombie gesehen. Oh, Creeper! Creeper! Scheiße, ich habe doch schon so viel gefarmt, Mann. Nein! Ah! Ja! Mann! Scheiße. Was für eine Scheiße, Mann. Verpiss dich. Ich will nichts kaufen. Noch ein Creeper. Schnell in den Boden. Oh, bitte, darf keine... Da darf kein... Ach, hier können wir mal jetzt ein... So. Dann beenden wir mit dieser Todesangst eben den Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr könnt gerne irgendeinen Kommi ablassen, wenn ihr Bock habt. Daumen hoch, würde ich mich freuen. Und... Ach, jetzt kommt Musik, wo es nach wird, ne? Tolles Spiel. Kaum mache ich einen Cut. Naja, bis dann, euer Dab. Tschüss.